Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Vorstellung eines Schiffes, das... Es ist nichts Spezielles, aber es ist doch irgendwie speziell. Das ist die Vampire 2, das ist ein, wie soll man sagen, Commonwealth-Zerstörer. Unterm Strich ist es eigentlich eine Daring und man sieht auch schon, woher sie kommt. Die Geschichte ist nicht so interessant, wie sie sein könnte, aber... Diesmal lasse ich euch sie selbst durchlesen oder recherchieren, denn wir gehen hier kurz und knackig auf einen Copy-and-Paste-Entwurf, Vampire 2, aber einem Entwurf oder einem Schiff, das doch einiges besser macht als tatsächlich die Daring an und für sich. Dieses Schiff wird für 55.000 Forschungspunkte am 22. oder 23. April zu bekommen sein. Also ab diesem Zeitpunkt, je nach Region natürlich, kommt immer darauf an, wo wir sind, ne? NA, EU, Pipapo, wo ihr spielt, ist ja theoretisch alles möglich. Und tatsächlich muss ich sagen, dieses Schiff ist vielleicht nicht speziell genug für 55.000 Forschungspunkte, aber es ist auf keinen Fall speziell genug für Kohle oder um für Free XP zu kommen. Deswegen sind die Forschungspunkte tatsächlich nicht schlecht und bin sehr überzeugt von diesem Schiff, weswegen ich euch ein Replay zeigen werde oder ein Gefecht zeigen werde, wo ich quasi auf mich allein gestellt war, weil mein Team ziemlich bescheiden agiert hat. Ich zeige euch dieses Schiff hier komplett mit Modulen gebaut, so wie ihr es dann schlussendlich fahren werdet. Ich glaube, es gibt da keine große Änderung. Die Panzerung. Uninteressant, einfallslos kopiert. Es ist unterm Strich eine Daring. Wir haben jetzt 23.300 Trefferpunkte hier. 19.800 müsste Stock sein. Ich weiß, die Daring hat 20.800. Das bedeutet, wir haben hier ein bisschen einen Malus in Kombination noch gemeinsam mit dem fehlenden Heal. Ja, die hat auch keinen Heal. Die Artillerie kommt hier tatsächlich auf 2,1 Sekunden runter. 2,5 ist die Stock-Variante. Daring ist 2,8. Ansonsten sind es die identischen Geschütze. Identischer Alpha von HE und AP, 1700, 2100, wir haben die identischen Granaten, wir haben die britische AP drauf, wir haben die 113 mm, das ist alles identisch, sogar die Feuerreichweite ist identisch. Die Torpedos sind andere, bei der Daring haben wir 2x5 und die haben anderen Schaden. Hier haben wir 1x5, 533 mm mit 19.500, Einzelabwurf natürlich für das Commonwealth, 12 km Reichweite anstelle von 10, das ist relativ angenehm. Allerdings, sagen wir so, die Kanonen reichen aus, um genügend Schaden zu machen, die Torpedos, seltenste Treffer, oder wenn man gerade in den Nahkampf kommt, was durchaus auch interessant ist, wenn man nicht so schlecht abwerfen würde wie ich, interessant, um den Schaden zu pushen. Wir haben 62 Knoten Geschwindigkeit, gefühlt sind sie noch viel, viel langsamer unterwegs. Die Flugabwehr ist vorhanden, nicht der Rede wert. Die Manövrierbarkeit ist quasi ident wie die der Daring, muss man einfach sagen. Ich glaube, die Ruderstellzeit ist um 0,2 größer oder besser. Wir haben hier mit Skill, also mit Skill, mit Flagge haben wir 36,8, sonst 35 Knoten. Wir haben 36 Ruderwendekreis, also was nicht verändert werden kann. Und die 4,4 Sekunden sind Stock. Bei einer maximalen Verborgenheit von 5,8 Kilometer. Das sind die Hardstats der Vampire 2. Allerdings haben wir hier noch ein paar Gadgets. Ne? Power Creep könnte man sagen, lässt grüßen. Das ist übrigens mein Moduleinbau hier. Ich glaube, ihr werdet damit auch übereinkommen mit Reload. Man könnte natürlich auf höhere Reichweite spielen. Frage ist, spielt ihr die Daring auf höhere Reichweite? Wahrscheinlich nicht. Dann werdet ihr auch eine Vampire 2 nicht auf höhere Reichweite spielen. Wir haben hier einmal Motorboost, praktikabel, kann man mal machen. Hydroakustische Suche, 5 Kilometer. Eine britische Hydro. Magnifique. In Kombination mit den 5,8 Kilometern Aufdeckungsreichweite nur 800 Meter zur Überbrückung. Aber das ist noch nicht alles. Der geilste Scheiß, der heiße Scheiß im Vergleich zur Daring in Kombination mit der 5 Kilometer Hydro ist tatsächlich Schleichfahrt-Nebelerzeuger. 117 Sekunden mit intelligenten Einbauten haben wir Smoke. Der mit Puff, für Puff, für Puff, Puff, uns immer näher an den Feind ransmogt. 2,5 Kilometer Aufdeckung beim Feuer im Nebel. Das bedeutet, wir haben 2,5 Kilometer, wo wir uns Puff, Puff, Puff an einen DD, der meint, oh mein Gott, ich habe weit genug entfernt gesmoked, der kann mich mit seiner 5 Kilometer Hydro nicht aufmachen. Ist egal, wir fahren einfach ran. Puff, Puff, Puff. Gut, ich wiederhole das nicht noch häufiger. Da, hier haben wir einmal das Äußere. Die Möglichkeit, die zweite
Tarnung anzumachen, ist natürlich nur gegeben, wenn ihr die Sammlung abgeschlossen habt. Ich habe das. Das ist die Standard-Variante. Wir sollen vielleicht noch einmal ganz nah rangehen. Gut, es ist ein Pairing ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Und unterm Strich ist dann auch nur ein Zerstörer. Bedeutet, es gibt nicht allzu viel zu sehen. Hier steht auch schön Vampire drauf. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, schau mal, Wappen. Ausgezeichnet. Und dann hier für alle Tarnungsfetischisten einmal das zweite Camo-Bild. Muss man mögen oder muss man nicht? Beide sind eigentlich relativ ansprechend. Also eher so olivgrün. Denke mal, das war es hier unterm Strich schon. Mein Kapitän, zeige ich euch noch. So bin ich ihn gefahren. Weiß nicht. Ist halt ein 21-Punkte-Kapitän. Was macht man, wenn man keine 21 Punkte hat? Man lässt RPF weg. Was macht, wenn man keine 17 Punkte hat? Dann geht man halt Stück für Stück runter. Denk mal, Adrenalinrausch, ne? 7 Punkte. Und wer mit weniger als 14 Punkte eine Stufe 10 DD fährt, einfach nicht machen. 14 Punkte muss drauf sein. Wenn es 10 Punkte sind, dann nehmt ihr Abwickler mit letzter Anstrengung, Werte der Überlebensfähigkeit und Tarnungsmeister. 10 Punkte, das ist das äußerste Minimum. Aber dann geht es dennoch gut ab. Und jetzt zeige ich euch das Schiff in einem Gefecht mit ein bisschen subjektiver Einschätzung davon. Man sieht, allerdings wähle ich die Gefechte so aus, dass sie die Eigenschaften von Schiffen besonders hervorheben. Es ist natürlich eine rein subjektive Ansicht, so wie meine Skillung subjektiv ist, so wie mein Review immer subjektiv gefärbt ist, auch wenn ich versuche, so objektiv wie möglich zu bleiben. Das ist ganz klar. Allerdings kommt man da, egal wie sehr man es versucht, nie drumherum. Die Vampire ist für mich die, würde ich sagen, bessere Daring, weil ich bin erst bei der Jutland, deswegen wäre es ein bisschen anmaßend, davon zu sprechen. Allerdings die Werte kommen in eine Richtung, wo man sich denkt, mit diesem Schiff kann ich mehr. Mit diesem Schiff kann ich alleine. Mit diesem Schiff kann ich es zumindest versuchen. Und momentan ist es leider so, dass in vielen Gefechten, in vielen möglichen Szenarien, das Team sich für ein Szenario entscheidet, das weniger tatsächlich dem Team zugutekommt, sondern mehr ihnen selbst. Wenn wir einmal kurz hier schauen, der Gegner hat eine Nevsky, eine New Sky, wie ich sie gerne nenne. Oh, ne, Ägir und Hindenburg und Minotaur. Oh, Minotaur und Hindenburg sind bei A. Also, sind Division A. Und wir werden sehen, ob wir sie sichten. Warum ich hier so komisch links-rechts anfahre? Einmal, um zu zeigen, die Abwurfwinkel sind nicht besonders geil. Ist auch nur ein Werfer. Ist generell nicht so besonders geil. Der Schaden ist auch nicht so besonders geil. Aber im Vergleich zu Daring natürlich besser. Ist klar, muss irgendwo ausgeglichen werden hier, die wenigen Werfer. Aber auch, weiß nicht, ob ich reinfahren soll, ob ich dahinter stehen bleiben soll, ob ich reinfahren soll, ob ich hier warten soll. Es ist schwierig. Die Des Moines kommt zwar ran, aber ich weiß nicht, wie sie spielt. Die Lion, die fährt auf die andere Seite und der Magi kommt und unsere Nevsky ist AFK. Östergötland verzieht sich zu D, wo schon Kitakase und Kagero sind. Und unterm Strich, sind wir mal ehrlich, sitze ich hier allein. Es spielt auch keine Rolle, ob hier eine Des Moines außen steht. Innen bin ich allein. Ja, kommen schon Torpedos, sind Viererwerfer. Das ist eine Östergötland höchstwahrscheinlich. Ja, vor allem Shimakaze hat Fünfer und diese auf der anderen Seite. Friesland hat keine. Bin allein. Aber ich entscheide mich dennoch reinzufahren, obwohl ich gescoutet bin von der Friesland. Man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht nicht so intelligent. Aber ich denke, das Schiff kann das auch alleine. Ich denke, ich habe Wandersmog, damit kann ich mich wegsmoken. Ich habe Hydro, damit kann ich mir den Schmifu selbst aufdecken. Und ich denke, wir brauchen vielleicht bei einer Nevsky, die noch AFK ist, und einer Östergötland, die nicht weiß, wohin sie fahren möchte, ein bisschen Vorteil, was die Caps betrifft. Wir haben keinen Flugzeugträger. Das ist durchaus angenehm. Ich merke hier leider zu spät, dass ich die Flugabwehr aktiviert habe. Aktivieren mit P. O, Flak-Priorisierung für alle. Ich empfehle, das auf eine Maustaste zu legen, ist angenehmer. Und da kommt die Hydrakusche Suche. Das ist natürlich jetzt die Ägir. Das ist natürlich belastend. Ich will nicht, dass auf mich beschossen werden kann von Schiffen, die weiter weg sind. Die Island, die hier irgendwo außen ist, die weiß das natürlich dann ganz genau. Ich will hier weg und alles, was mir einfällt, ist natürlich auf die untere Seite zu fahren. Die Ägir mit ihren 6 Kilometer Hydrakusche Suche ist nervig. Aber es ist nichts, was es nicht möglich macht. Der Magi sagt schon an, sie ist gespottet. Statt dass die Des Moines hier was dagegen macht, beschließt sie zurückzufahren. Wir cappen das und dann ist gut. Wir sehen hier, ja, Friesland.
ist nah dran. Die Östergötland ist also außen. Die Friesland smogt sich, ich möchte es wissen. Ich smog mich auch. Ich möchte es nämlich auch wissen. Das ist übrigens das Überwachungsradar der Dämonen, hoffe ich. Ach, das ist es auch. Ja. Und das ist das Ende der Friesland. Die hat die Dämonen, die sah sie nicht gesehen, obwohl sie offen war. Ich weiß das generell nicht, warum sie das gemacht hat. Aber notfalls hätte ich das auch selbst gemacht. Ich hoffe jetzt, dass hier noch was rankommt, damit ich das beschießen kann. Aber naja. Wir haben jetzt ein Cap geholt, wir haben Schaden gemacht. Das ist immer schön. Doch was machen wir jetzt? Wir haben eine Dämonen, eine Lion und eine Amagi, die weit außen sind. Und nur eine Aegir und eine Lenin da hier rausfahren, um die Lenin zu torpedieren. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Weiterhin alleine. Nevsky ist immer noch alleine. Hindenburg ist nicht da. Kidakase, Kagero haben keine Unterstützung vom großen Kurfürst und von der Champagne. Gut, ist klar, da sind 3, 4, 5, 6 Schiffe sind da, 7 Schiffe. Und unsere Leute sind relativ verstreut. Dann kommt man natürlich auf die Idee, vielleicht holt man sich generell ein bisschen Schaden. Die 113 mm sind tatsächlich gar nicht von der Hand zu weisen. Sie eignen sich so gut zum Schaden machen, wie auch die Geschütze der Daring, nur ein bisschen besser. Sprich, alles, was ihr mit dem Schiff macht, ob es jetzt der DD-Kampf direkt ist oder ob es Schaden auf Schlachtschiffe oder sonst was ist, dafür ist dieses Schiff gut. Und ihr werdet am Ende sehen, auch in schlechten Runden, tatsächlich wird das eine schlechte Runde sein. Warum nicht mal zeigen, wie gut ein Schiff ist, wenn es eine schlechte Runde ist, wird der Hauptschaden oder der Gesamtschaden bei den Geschützen liegen. Soweit kann ich auch schon spoilern. Brände, Geschütze, Hai, AP. Das Schiff kann was. Ich würde tatsächlich, habe ich auch getestet, nicht die plus 20% Erweiterung der Hauptartillerie wählen. Der Shellark ist vor allem im letzten Drittel übelst beschissen. Ihr seht es. In der ersten Hälfte geht es relativ steil, danach werden die Granaten sehr langsam. Wenn ihr das mit der Daring macht, könnt ihr das natürlich auch mit der Vampire machen, aber es muss nicht unbedingt sein. Hier denke ich mir noch, vielleicht kommt die Lenin vor, fahre in diese Richtung, drehe dann nach rechts, in der Hoffnung, ne, dass ich sie torpedieren kann. Aber dann merke ich, oje, da ist immer noch die Östergötland und natürlich lässt Wargaming einen Torpedo genau so abwerfen, damit ich den Schaden fresse, ohne ausweichen zu können. Und ja, die Lenin sieht mich, hat vorher aber schon abgebremst, weil sie Angst hat. Dementsprechend gebe ich diesen Plan jetzt endgültig auf. Die Lenin steht zum zweiten Mal da. Das ist ein Umstand, den das nicht weitermachen. Da entgeht mir viel. Mehr kann ich vielleicht auf der anderen Seite ausrichten. Minotaur, Pommern, Aegir hier bei Östergötland, die versucht B zu nehmen, das könnte durchaus klappen, kommt ganz darauf an, was hier durch die Mitte kommt. Die Östergötland ist noch ungesehen, die Pommern hat Hydro, die Aegir hat Hydro, ist ein Ritt auf der Rasierklinge für die, wenn er auf die Karte schaut, bei D5, größer geht nicht. Und ich mache ja noch ein bisschen Schaden auf Aegir Monarch, wenn es geht, und werde mich dann schlussendlich entscheiden, in die Mitte zu fahren und vielleicht ein bisschen Support zu geben. Die Kagero hat für ihr dreistes Vorgehen bezahlt. Unsere Nevsky ist immer noch AFK. Wir sind bei 41.000 Schaden ohne Hilfe vom Team. Ja, ganz ohne kann man gar nicht sagen. Tatsächlich hat das Überwachungsradar, und das ist wieder die hydrakustische Suche der Aegir, fährt nämlich hier rein. Das Überwachungsradar der Dämonen hat mir geholfen, die Friesland rauszunehmen. Allerdings hat sie mir auch viel Schaden gezogen, den ich machen hätte können. Dementsprechend. Hätte er das auch alleine gemacht, 5 Kilometer Radar gegen 5 Kilometer Radar. Ich habe 3x2 bei 2,5. Die Friesland hat 2x220 mm bei 1,8 Nachladezeit. Ich habe noch Torpedo. Ich hätte gewonnen. Ich hätte gewonnen. Da hatte ich auch noch nicht den Torpedo der Östergötlands. Wäre dann alles Stück für Stück anders ausgegangen. Und natürlich versuche ich noch einmal, die Lenin zu torpen. Aber Dadan hat anscheinend hier ein Haus voller Konkubinen gefunden. Jedenfalls ist er verheiratet hier mit dieser Insel. Ich fahre hier runter, damit ich wegkomme von der Aegirischen Hydro und verlasse dann endgültig hier diese Gefilde. Es ist nicht gut, wenn man ewig irgendwo ist. Das darf nicht sein. Außerdem fährt die Monarch in die Mitte. Unser Team zerfällt. Die Nevsky ist immer noch AFK und ich habe zu 90% hier alleine gespielt. Vielleicht versuche ich hier noch die Amagi ein bisschen zu smoken. Allerdings haben wir einen Wandersmoke. Und da kommen wir vom Vorteil zum Nachteil. Man kann keine Freunde smoken. Es ist ein Schiff, das auf sich alleine gestellt gut agieren kann. Es ist ein Schiff, das auf sich alleine gestellt agieren muss.
Transport nur durch Hydro möglich. Meistens aber, wie gesagt, eher nein. Ja, das entscheidende Frage ist, hätte ich hier die Ägir torpedieren sollen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich mir meine Torpedos lassen sollen. Wären viel wichtiger für mich. Allerdings, man weiß ja nicht immer alles. Hydro soll man deswegen anmachen. Und dann soll man den Smoke anmachen. Hydro. Und Prime, mach Hydro an. War nicht raus, da ist viel. Ja gut, da ist Hydro an. Da kommt die Monarch. Ja, ein bisschen raussmoken hier. Vielleicht ist die Amagi intelligent genug und gönnt sich die kleine Ausnahme hier. Naja. Akizuki werden wir nicht bekommen. Amagi und Hinbrook sind schon tot. Wir haben jetzt ein vorrangigeres Problem. Wir haben eine geringe Aufdeckungsreichweite beim Schießen von 2,5. Das ist super. Unsere AP ist gut. Für so leichte Schiffe wie diese Monarch hier. Natürlich nicht für Zitadellentreffer oder dergleichen. Aber wir machen guten Schaden in die Kasematte. Wir können theoretisch in die Aufbauten schießen. 2-2. Da ist bei 12.000 ist der Fisch hier. Der Drops ist schnell gelutscht. Der Fisch ist schnell gegessen. Das ist nicht das Problem. Immer in Bewegung bleiben. Immer davonfahren. Das ist ein bisschen schlimmer für ihn. Nicht auf die Geschütze zielen, wäre natürlich noch interessant. Wunderbar, dann war es das. Einmal kurz rausluschen. 61.000 für ein Gefecht, das man alleine bestreitet, ist okay. Torpedos wären besser gewesen, sind aber dann in Nachladezeit. Und jetzt kommen wir zum Problem, was aber auch noch einmal gut offenbart, wie gut eigentlich die Wendigkeit von diesem Schiff ist. So. Wir nehmen das, was wir kriegen können und geben nichts wieder her. Aber wir müssen abhauen. Abhauen. Das sind Schüsse in den Smoke. 6 Kilometer Ägir hier wieder mit Hydro. Das Luder. Abhauen. Ikidakase ist raus. Leider Fluffy die Minakase, oder die Minotaur ist da. Was ist da los? Fluffy Power wurde gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ist wahrscheinlich noch vom Stream von irgendwo. Wahrscheinlich im Hintergrund. Das war so viel. Ist auf jeden Fall Fluffy Power. Wir haben 1 Million in Kürze fast getankt. 67.000 Schaden. Nicht das beste Spiel. Aber dieses Schiff ist tatsächlich auf sich allein gestellt. Sehr versiert, so muss man sagen. Überlebensfähigkeit trotz Fehlen eines Spiels auf jeden Fall da. Und natürlich die scheiß Ägier, ne? Wie mir die auf die Eier geht. Natürlich kein Radar hier in diesem Fall, aber Hydro leistet ihre Arbeit ausdauernder und zuversichtlicher. Was glaube ich ist mit diesem Schiff möglich? Da sind locker 150.000 Gefechte drin möglich. Was vor allem möglich ist, und das ist das Entscheidende, es ist vor allem möglich, das war jetzt ein Glücksschuss der Lenin, aber es ist vor allem möglich, alleine Caps zu holen, wenn der Gegner nicht zu stark unterstützt wird. Das bedeutet, im 1 vs 1 sehe ich die Vampire 2 definitiv vorne. 55.000 Forschungspunkte finde ich dafür tatsächlich gar nicht zu teuer. Muss man sie haben? Nein. Fährt man in Division, braucht man es nicht unbedingt. Aber in der heutigen Zeit, der heutigen Egomanie der Spieler in diesem Spiel, denke ich schon. Mal schauen hier. Denke ich schon, dass solche Schiffe auch gefragt sind. Ja, ich darf euch schon spoilern. Das Ende des Liedes ist eine Niederlage. Genau da gehen wir auch hin. Und wie gesagt, es ist nicht das beste Gefecht. Aber tatsächlich, wenn ich auf Stufe 10 immer 67.000 Schaden mache, diesem Schiff, dann bin ich zufrieden. Das wird Unikum sein für DDS. Dieses Schiff vielleicht nicht, je nachdem, wie gut es gefahren wird. 844 Punkte, ist egal. Niederlagen müssen es sein. Wir haben 1,1 Millionen potenziellen Schaden getankt. Wir haben, und das ist wichtig, 23.300 komplette, natürlich, auf 11 Minuten verteilt genommen. Aber AP 22.000, AE 29.000, 25.000 Brände. Stellt euch 2-3 Treffer mit Torpedos vor und wir sind jenseits der 100.000. Torpedos sind immer Zufall, Torpedos sind immer RNG. Torpedos ist einfach auszuweichen, dementsprechend, wenn man damit nicht rechnet, aber mit denen ganz schon so viel Schaden macht, dann kommt man in einen Bereich, bei dem man sich wohlfühlen kann. Das sind Schiffe wie Harugumo, Akizuki, Kitakase, die keine Torpedotreffer brauchen, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen, meiner Meinung nach. Mit Torpedotreffer natürlich noch besser. Natürlich wäre es toller, wenn wir 2x5 Werfer hätten.
Ja, 2x5 Torpedowerfer. Aber dann wäre das Schiff mit Hydro, mit Wandersmog, mit dieser Möglichkeit, den feindlichen DD, solchen vor allem, die keine Möglichkeit haben, sich zu schützen, wie eine Friesland, mit hydrakustischer Suche, oder die komplett uns ausgeliefert sind, wenn wir das machen. 2,5 Kilometer Aufdeckungsreichweite im Smog, 5 Kilometer Hydro, haben wir 2,5 Kilometer Möglichkeit zu arbeiten. Das ist toll. Und die Friese, die Vampire, die wird definitiv eine Idee sein, die mir holen werde, Frieslands bei weitem outplayed. Also, meiner Meinung nach. Torpedos lieber haben als brauchen. Natürlich die Fünfer nicht so krass, aber bei der Friesland ist es das, was ich vermisse. Torpedos, wenn man sie braucht. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Echt. Ach, was haltet ihr von der Vampire, wenn ihr sie mal habt? Oder sonst von den Stats? Mal schauen.